Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Freunde, Bekannte und Gleichgesinnte, auch heute möchte ich euch hier auf dem Aachener Rathausplatz ganz herzlich willkommen heißen. Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir uns bereits zum 5. Mal so konsequent hier versammelt haben. Herzlichen Dank an all die Menschen, die heute hierher gefunden haben, um gemeinsam mit uns die Betroffenheit und unser Mitgefühl für die Erdbeben, Tsunami und Strahlenopfer in Japan auszudrücken und unsere Haltung als Atomkraftgegner öffentlich protest zu machen. Der heutige Programmablauf. Heute werden wir Wolfgang Schaub aus Kabelrodeck, Sprecher der Pax Christi-Bewegung, sowie Nils Tierfelder, Mitglied aus der jüngsten Generation unseres Bündnisses für atomkraftfreie Zukunft, sprechen hören. Musikalisch werden wir unterstützt durch den Saxophonisten Karl Martin Matt aus Lechen. Außerdem möchte ich euch zu der deutschlandweiten Unterschriftenaktion des Bund für Umwelt- und Naturschutz Konsequenzen ziehen, jetzt abschalten, aufrufen und zur grenzüberschreitenden Demoaktion Brückenaktion am Oberrhein am 25.04. auf der Kehler Europabrücke einladen. 4 Wochen sind seit dem Unglück in Fukushima nun schon vergangen. Deshalb möchte ich euch heute nun besonders dazu anhalten, gemeinsam eine Minute innezuhalten, um unsere Solidarität und unser Mitgefühl für die Opfer in Japan auszudrücken. Ehe ich Wolfgang Schaub auf die Bühne bitte, möchte ich gerne noch ein paar Worte über Pax Christi sagen. Die Pax Christi-Bewegung, Pax steht für Frieden, fand ihren Ursprung am Ende des Zweiten Weltkriegs im zerstörten Europa mit der Hoffnung auf einen Neuanfang und einen friedlichen Zusammenleben der Völker. Aus diesem Geist heraus haben sich Menschen aus ehemals verfeindeten Nationen, vor allem Deutsche, Franzosen und Polen, versöhnt und es entstand die Pax Christi-Bewegung, die heute in über 60 Ländern der Welt aktiv für Frieden und Gerechtigkeit eintritt. Pax Christi setzt sich unter anderem ein für politische Anwaltschaft, das heißt, sie nehmen öffentlich Stellung, wenn der Frieden bedroht ist und Menschenrechte verletzt werden, sprechen mit Politikern und beteiligen sich an Kampagnen.
Bewahrung der Schöpfung, das heißt, sie setzen sich für einen Lebensstil ein, der auf verantwortbare und nachhaltige Lebensqualität Wert legt. Wir hören nun Wolfgang Schaub. Herr Christi, liebe besorgte Mitbürger aus Aachen, liebe Friedensfreunde. Mein Kollege Patrick Schneider hat mich vergangene Woche gebeten, beide sind Lehrer an der Gewerbeschule in Bühl, als Sprecher der katholischen Friedensbewegung Pax Christi in der Erzdiözese Freiburg, diesen Mann mache heute Abend für eine atomfreie Zukunft mitzugestalten. Ich bin gerne hier, denn ich bin, wie ihr alle, davon überzeugt, dass diese Mahnwache, dieses Ringen um eine atomfreie Zukunft wichtig ist. Warum sind wir hier? An dem schönen Frühlingsabend kann man sich was anderes vorstellen. Wir sind hier, weil wir angesichts des Leides von Mensch und Natur in Japan betroffen sind. Wir erleben angesichts des Kampfes gegen die nukleare Katastrophe in Fukushima die Grenzen unserer Technikgläubigkeit. Wir sind hier, weil wir davon überzeugt sind, dass es besser ist, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu lamentieren. Wir stehen hier, denke ich, in der Tradition der Menschen, die im Jahr 1989 mit Kerzen in der Hand die Grundlage für die Wiedervereinigung Deutschlands und eine Zukunft in Europa geschaffen haben, ohne Krieg und hoffentlich bald auch ohne Atomwaffen. Unsere Köpfe sind im Moment voll von Informationen und Bildern von der ungeheuren Naturkatastrophe oder das gewaltige Erdbeben und den Tsunami in Japan. Gegen die Macht der Natur können wir Menschen uns mit Vorsorgemaßnahmen und Frühwarnsystemen nur bedingt schützen. Aber gegen ein Atomdesaster wie in Japan und die Ölhavarie im Mexikanischen Golf als Folgen eines turbokapitalistischen Industrialismus können wir etwas tun. Wir setzen uns ein für eine Welt ohne Atomenergie, für eine atomfreie Zukunft. Ich bin hier im Namen von Pax Christi. Pax Christi ist vorher kurz vorgestellt worden und wir sind in verschiedenen Ländern und hier in der Region Symbol für unsere Pax Christi Bewegung in der Erzdiözese Freiburg ist das Bühler Frieden. Verehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, ich stelle mich noch mal kurz vor. Wie gesagt, mein Name ist Nils Tierfelder, ich komme aus Aachen-Sassbach-Ried. Wie es die Jessica schon erwähnt hat, bin wie gesagt der Sohn von Arnold und ich gehe aufs Gymnasium Aachen in die 10. Klasse und bin 14 Jahre alt. Dann möchte ich natürlich auch noch, was mich sehr freut, meine Klassenkameraden grüße und Leute aus meiner Anstufe, die auch hergekommen sind und wir freuen uns ja so über junge Besucher und ich freue mich natürlich auch ganz arg über die Unterstützung. Danke. Ja, bevor ich dann gleich zu den Ereignissen in Japan komme, möchte ich auch noch kurz zur Frage kommen, die ich aus meiner Sicht, glaube ich, gut beantworten kann, was eben Jugendliche bewegt, auch in letzter Zeit mehr sich am Tagesgeschehen und auch darauf bezogen, an politische Ereignisse zu beteiligen. Man sieht einfach, dass polarisierende Themen absolut gegeben sind in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Die Ereignisse haben sich ja alle überschlagen. Und das Interesse der Bevölkerung zu politischen Themen, wie zum Beispiel eben das kontroverse Thema Stuttgart 21, egal wie man dazu steht,
hat gezeigt, dass eben viele Menschen, das Jung, das Alt, auf die Straße gehen und dass sich wirklich jeder eine Meinung bildet und sie vertritt und sich dafür einsetzt. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Gesehen hat eben, was auch sehr überraschend war und schön eigentlich, die Ereignisse in Nordafrika. Und ich finde, daran hat man eben auch gesehen, dass viele auch den Mut fassen, wirklich alle Strukturen, die ihnen nicht passen, auch wirklich aufzubrechen. Und das war eigentlich ein ganz gutes Signal, denke ich, auch das. Und eben jetzt möchte ich auch zu den Ereignissen in Japan kommen, diese besonders schwere Katastrophe eben. Die Situation ist immer noch sehr kritisch und dramatisch. Und diese Situation wurde uns auch letzte Woche anhand eines Briefes geschildert von wirklich einer Person, die wirklich da betroffen ist und wirklich das aus ihrer Sicht schildert und das hautnah miterlebt hat. Das war wirklich interessant. Zum Aktuellen noch, vor einigen Tagen fand eben das schwerste Nachbeben der Stärke 7,1 seit der Katastrophe vom 11. März statt. Dies passierte in Onagawa. Onagawa liegt ca. 180 Kilometer nördlich von Fukushima und ein Reaktor dort und weitere Meiler wurde eben beschädigt. Es wurden Lecks an 8 Stellen gefunden und das ist wirklich sehr bedenklich. Und was ich denke, die Katastrophe ist wirklich eine endgültige Warnung, dass so etwas, wirklich solche Ereignisse, ein eigentlich sicheres Land, das hochtechnologisiert ist, hochfortschrittlich eben, dass das total aus der Bahn wirft. Ich denke, das ist ein eindeutiges Signal. Und da denkt man sich dann natürlich, wenn selbst in Japan die Atomkraftwerke nicht sicher sind, wo soll es denn dann sicherer sein, etwa in Deutschland oder Frankreich? Also das ist wirklich zu bezweifeln.